Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ember Moon. Ich habe Melvin die Sichel mal in die Hand gedrückt. Schauen wir mal im nächsten Kampf, ja, wie gut das Ding ist, weil 10 Schaden klang viel. Sehr viel. So, und dann hatten wir gesagt, hier ist eine verschlossene Tür. Und dort wollen wir jetzt mal den Gefängnisschlüssel versuchen. Genau, den habe ich. So, Gefängnisschlüssel. Ja, hat funktioniert, sehr schön. Ah, da, dann ist wieder so ein Sylphenwesen. In der Zelle seht ihr eine junge Frau, die sich ängstlich zitternd in eine Ecke drängt. Als sie ihr Gesicht hebt, erkennt ihr, dass sie blaue Haut hat. Zerrissene Flügel hängen in Fetzen von ihrem Rücken. Ja, das hat uns ihre Schwester erzählt. Hi, wir tun dir nichts, okay? Tun dir nichts. Wir befreien dich. Selena. Sie ist auch eine Diebin. Sie ist eine Diebin. Oh, was für ein Glück. Ihr sprecht meine Sprache. Ja, hat uns deine Schwester beigebracht. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben und sah mich bereits im Kochtopf dieses furchtbaren Riesen. Ich bin euch unendlich dankbar. Trotzdem, mit meinen gebrochenen Flügeln ist mir der Rückweg in meine Welt endgültig versperrt. Stimmt, wir hatten ja gelernt, dass sie mit den Flügeln so flattern müssen, um ja die Welt zu wechseln. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann ich nicht bei eurer Gruppe bleiben? Ich bin als Dieb nicht ungeschickt. Selena, wir lieben dich jetzt schon. Wir werden trotzdem zuerst mal Zurückhaltung üben und zuerst mal gucken, ob sie noch irgendwas an Gesprächsoptionen hat. Scheinbar nicht. Okay, dann willst du mit uns gehen? Vielen Dank, dass ich euch begleiten darf. Was soll ich sonst doch ganz allein in dieser fremden Welt tun? Keine Ahnung. Du bist uns herzlichst willkommen. Auch wenn du erst Level 3 bist, aber das ist nicht so schlimm. So. Sie kommt auch noch mit 10 Dietrichen. Was sind deine Fähigkeiten? Fallen finden 29, Fallen entschärfen 27, Schlösser öffnen 33. Also von Emberstar habe ich gelernt, dass wenn man Schlösser öffnen auf 100% hat, was sie aber nicht kann, dass dann die Fallen egal sind. Also wenn man erfolgreich ein Schloss öffnet, dann werden die Fallen einfach nicht getriggert. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt mit ihr machen, weil sie hatte nachher die 100%, aber ich glaube auch nur mit Ringen oder so. Müssen wir gucken. Okay. Ansonsten hast du beschlagenes Leder an. Du hast ein Seil dabei. Pfeilenhalt Rang 4. Okay. Herzlich willkommen in der Truppe. Wir haben einen Dieb. Es war nett, mit euch zu reden. Ja. So, wir haben einen Dieb. Gibt es hier sonst noch Dinge? Da ist wohl ein vorheriger Insasse. Kann man aber nichts tun. Okay, wow. Ich happy. Dann gehen wir noch zu der anderen Kiste da oben, die ich in der vorletzten Pause entdeckt hatte. Werden dort noch plündern. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann mal in der Pause hier zurückkommen und noch das Geld, was wir hier liegen gelassen haben, noch einsammeln. Mal schauen, was es dort noch in der anderen Kiste gibt. Wir haben ja für Diebe haben wir noch dieses Schattenleder in unseren Drohnen liegen. Das sollten wir ihr dann auch mal noch geben. Was hoffentlich besser ist als ihr beschlagenes Leder. Gehe ich einfach mal davon aus. Vielleicht hat das ja dann irgendwie Schlösser öffnen oder was auch immer als Skill. Also als Skill-Erhöhung. So, ich mache jetzt mit Dietrichen, weil ich glaube, das wird uns sonst um die Ohren... Oder wir schauen zuerst mal, ob sie eine Falle findet. Mach mal Fallen suchen. Kann keine Falle finden. Was aber nicht unbedingt was heißt.
Jetzt können wir nicht mehr Fallen finden. Oder nee, sie hat jetzt eine gefunden. Nee, wir machen das mit Dietrichen. Wir haben ja noch welche. Und sie hat ja auch noch welche dabei. Quatsch, so macht man. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist gut. Ja, dann nehmen wir ihren Dietrich. Ist ja Wurst. So. Einen Zweihänder. Mit 12 Schaden. Was macht ein Feuerbrand? Macht 15, okay. Vielleicht wäre das mal was für mich für später. Mal gucken. So. Selena, du hast nicht viel Tragekapazität, kann das sein? So ein Schnelligkeitstrunk, den sehe ich eher bei ihr. Fackeln, Laternen, Spruchpunkte 3 würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß nicht, sollen diese Laternen, ob die jetzt wirklich besser sind als Fackeln? Wir behalten das mal im Hinterkopf. Okay, die Fackeln bleiben hier. Dann nehmen wir dann Geld und Essen mit. So, ansonsten war da jetzt nichts Besonderes drin. Okay, dann können wir hier wieder raus. Halleluja, wir haben es irgendwie überlebt. Und dann... Wohin sollen wir mit dem Kopf? Das war die falsche Tür. Also wir hatten ja auch diese Amtskette gefunden. Bei den Sylphen, glaube ich, in der Höhle. Und da die ja glitzernde Gegenstände sammeln, würden sie das wahrscheinlich auch irgendwo gestohlen haben. Wieso ist hier noch... wieso schlägt unser Radar an? Das erinnert mich dran. Ja, da kommt was. Dass wir sie mal noch ranziehen. Bleibt einem auch nichts erspart. Kommst denn du noch her? Also wie gesagt, nochmal zur Amtskette. Amtskette ist ja so ein, ja, was man von irgendwelchen Oberen von Städten kennt oder so. Zumindest von früher. Und dass wir das auch mal bei dem Freiherrn dort versuchen und den Kopf von dem Riesen würde ich auch zuerst mal versuchen, ihm anzudrehen. Er hat uns, glaube ich, auch von seinem Problem mit den Orks erzählt. Das hatte ich noch nicht aufgeschrieben. Ah, und Nelvin kann ja... eins zum anderen. Nelvin kann angreifen. So, und... Also hier tot machen. Und dann zum Freiherrn gehen. Vorher müssen wir noch bei unserer Kiste vorbei. Und dort die Amtskette nochmal einpacken. Da habe ich die nämlich gelassen. So, Nelvin mit seiner Wurfsichel. Also die kommt wieder zurück zu ihm. Sehr schön. Trifft zwar nicht wirklich, aber da es ja auch keine Munition kostet, ist mir das da erstmal egal. Selena, wie schaut's denn bei dir? Sie hat Attacke 35. Er aber auch. Also es ist Jacke wie Hose, wer von denen das Ding trägt. Okay, dann weiter. Und Elvin hat einen Schaden gemacht. Schaka. So, die Orks haben keine Munition mehr. Hat Selena eigentlich noch Trainingspunkte? Ja, 42. Dann würden wir mit ihr auf jeden Fall auch noch in die Diebesgilde gehen. Denn dort können wir so Schlösser öffnen und den Kram können wir dort lernen. Und wir können uns auch die Prüfung der Diebe mal noch angucken, die es in der Diebesgilde unten gibt. Da waren wir noch nicht reingegangen, weil wir noch keinen Dieb hatten. Wäre wahrscheinlich sinnfrei gewesen. Wir haben einen Dieb. Wir haben einen Dieb. Das nächste, was ich mir jetzt wünsche, wäre ein Heiler. Und dann hätten wir noch einen Platz für... ist mir eigentlich egal was.
Magier, wir haben einen Krieger, wir haben einen Krieger, Alchemisten, Mischmasch in meiner Person. Diebin, ja, also Heiler wäre noch cool und dann schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Man kann ja hier nicht wirklich wählerisch sein. So, der Ork möchte fliehen, dann lassen wir ihn. So, Nelvin, du gehst dahin. Selena, du stehst ungünstig. So, ich schlag auf den. So, Selena ist weggerutscht. Dann kann Egil jetzt hier einmal um den Block. Nein, Ork, bitte hau ab. Du bist nicht mehr in der Planung drin. Wir haben jetzt umgeplant. Hau ab. Oh, Nelvin hat viel Schaden gemacht. Der Ork möchte mit mir kuscheln. Okay. Dann komm her, Ork. Jetzt will er doch nicht mehr. Jetzt ist er schüchtern. Dann gehe ich wieder auf den anderen Ork. Dann wird er eifersüchtig und kommt wieder. Junge, gehst mir auf den Zeiger. Wir ignorieren ihn jetzt einfach. Und ja, da geht er wieder. Ist er eingeschnappt. Ey, Spiel, das... Irgendwas ist zerbrochen. Oder? Oh. Meine Rüstung ist zerbrochen. Oh Mann, Spiel. Oh Mann. Es war so ein Kettenhemd, da haben wir, glaube ich, noch eins. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zu laden. Werde ich das bereuen, Spiel? Haben wir irgendeine Ersatzrüstung für mich? Damit ich nicht so nackelig da rumlaufen muss. Ich könnte Selenas Rüstung anziehen. Ich hasse das. Da kann sie nicht ausziehen, okay. Striptease im Kampf geht nicht. Hi, Mann, ich lade nochmal neu und dann sehen wir uns gleich in der Stadt. Ah. So, ich habe es aus der Ork-Höhle rausgeschafft. Bei dem letzten Kampf ist mir dann nochmal eine Axt kaputt gegangen. Das war mir dann aber egal. Ich habe mir dann einfach eine neue Axt gegeben und wir haben weiter gekämpft und natürlich erfolgreich gekämpft. Ich habe schon Dinge getan. Ich habe Dinge verstaut, ich habe Dinge geholt, ich habe Dinge verkauft. Und beim Händler gibt es eine Windperle oder gab es eine Windperle für einiges an Gold. Die habe ich schon mal gekauft und in unserer Kiste deponiert. Denn mir scheint so, als würde man in diesem Spiel Windperlen sammeln. Genauso wie wir in Amber Star Teile gesammelt haben. Deswegen habe ich die schon mal gekauft. Nicht, dass irgendwann Panik ausbricht, weil irgendeine Perle noch fehlt oder so. Nicht vergessen habe, dass es beim Händler eine gab. So, ansonsten habe ich Selena. Schattenleder habe ich ihr noch nicht angezogen, denn das ist ein Kilo schwerer als dieses beschlagene Leder, was sie trägt. Und ja, mit 14 Kilo kommt man nicht weit. Ich habe ihr die Amtskette gegeben, die wir dem Freiherrn andrehen wollen. Irgendwo haben wir noch den, ja, da haben wir noch den Kopf des Riesen. Und jetzt wollen wir uns aber zuerst mal noch die Robe des Magus anschauen. Ob die magisch ist. Die Wurfsichel möchte ich gerne nachschauen lassen. War sonst noch irgendwas, was ihr gucken wollt? Ah ja, und diesen Eisenring möchte ich noch gucken. So, das sind drei Sachen, die möchte ich gucken. Und deswegen stehen wir schon beim Seher vor der Tür. Und gehen dort mal hin. So, zuerst mal Nelvin gucken. Nee, nicht Nelvins Inventar, sondern Nelvins angezogene Sachen. Robe des Magus. So, 10 Schutz.
15 Magie benutzen, 5 Antimagie. Ah, genau, und das ist ja aufgefallen. Lebenspunkte Maximum 10 und Spruchpunkte Maximum 25. Also allein schon wegen dem Magie benutzen 15. Jo, das Ding ist super. So. Wurfsichel. Wir schauen mal, ob die magisch ist. Glaube ich aber eher nicht. Ah doch, Attacke plus 10. Und MBW 1. Okay, das Ding ist auch richtig gut. Und dann noch Egilsring. MBR. Ich Magie benutzen. WR. Ich weiß es nicht, ob das dann unbedingt bei ihm richtig ist. Denn in Amber Star gab es, glaube ich, einen Rüstung. Vielleicht ist es Magie benutzen Rüstung oder so. Keine Ahnung. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall mal geguckt. Dann gehen wir zum Freiherrn und gucken mal, was der zu Kopf- und Amtskette sagt. Vielleicht eine Amtskette vermisst, weil ja diverse diebische Leute unterwegs waren. Eine Person davon haben wir ja bei uns aufgenommen. So, nochmal zum Freiherrn rein. Den Freiherrn finden, da war doch so das Amtszimmer. Genau, da ist er und seine Frau. Wer ist jetzt wer? Das ist der Typ. So, hi. Vermisst du zufällig, oder kannst du zufälligerweise was mit dem Kopf des Hügelriesen anfangen? Nach dem Tod des Riesen werden die restlichen Orks wohl abziehen und Bauern von Spannenberg in Ruhe lassen. Vielen Dank für eure Hilfe und bevor ich es vergesse, hier, dieser Schlüssel passt zur Truhe mit eurer Belohnung. Stimmt, da stand ja noch eine zweite Kiste. Die erste Kiste durften wir ja schon auspacken. Sehr schön. Das ist supi. Ja, Schatzschlüssel 2. Den ersten hatten wir schon mal. So, und dann möchte ich gucken, ob... ihr sprecht nicht dieselbe Sprache? Oh, okay. Dann müssen wir da mal umsortieren. Dann geben wir die Amtskette mal Egil. Und dann soll Egil mal fragen, ob er die haben möchte. Was da war das egal, wer das übergeben hatte. Mit einem stolzen Blick nimmt der Freiherr seine Amtskette entgegen und hängt sie sich um. Als ihr ihm die Geschichte der Sylphen erzählt, hört er euch erstaunt und aufmerksam zu. Anschließend sagt er, ich muss sofort zu meiner Frau und mich bei ihr entschuldigen. Wie konnte ich nur behaupten, sie hätte nur geträumt? Doch zuvor möchte ich euch aus Dank diese Perle hier schenken. Ich habe sie vor Jahren von einem Fischer erhalten. Er sagte damals, es sei eine der seltenen Windperlen. Ich hoffe, ihr könnt sie besser gebrauchen als ich. Also ganz selten sind die Dinger nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 schon davon. Keine Ahnung. Aber ja, okay, Amtskette hat ihm auch gepasst. Und ja, seine Frau hat uns erzählt gehabt, dass sie eine Sylphe gesehen hatte. Und er hat gemeint, ja, kann sie jemand anderem erzählen. Und jetzt hat er verstanden, dass das... Ja. Ups. Irgendjemand war aufgestiegen. Ich habe zu schnell geklickt. Dann packen wir noch die Windperle ein. Können wir sonst noch irgendwas mit dir klären? Ja, Probleme war das mit den Orks. Nee, gibt's nichts Neues? Dann können wir die Kiste auspacken. Schaka. Okay. Da. Da ist dann Schatzkiste 2. Ich bin gespannt. So, Schatzschlüssel 2. So, aufgeschlossen und ein zweiter Feuerbrand. Okay. Kann ich sogar tragen. Okay. Danke, Spiel, für einen zweiten Feuerbrand. Moment, ist es eigentlich jetzt so, als wäre das... Nee. Ist jetzt hier kein Auge für identifiziert, aber wir haben ja schon einen Feuerbrand. Wird wahrscheinlich dasselbe bringen. Ich habe nicht genug Hemde frei, dann muss ich mir spontan auch ein paar Hände suchen oder den Schild ausziehen. So, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt Rüstungsklasse 15. Egil hat 20 wegen der Rüstung. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. Oh, Moment, der Helm. Meiner hat 3.
Igitt hat 4. Dann machen wir mal... Nee, Moment, ich glaube, ich konnte den nicht tragen, oder? Ja, das war das Problem. Nee, kann ich nicht tauschen. Müssen wir mal gucken, wie das mit meinem Schaden sich da ausgeht. So, und das Gold nehmen wir natürlich noch mit. So, dann... Nächster Halt ist erstmal den Ausgang finden. Ach so, wir wollten zu den Dieben nochmal gehen, in den Keller und dort mit Selena trainieren. Ich habe mit mir, habe ich in der Pause schon trainiert. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit Selena tun. Ich würde halt gerne komplett auf Schlösser öffnen gehen. Dass wir vielleicht irgendwann noch einen Ring finden, dass sie dann auf 100% kommt oder so. Ansonsten müssten wir halt Schlösser Fallen finden, Fallen entschärfen auch noch skillen, dann müssen wir trotzdem das Schloss aufbekommen. Mal sehen, ob die Theorie aufgeht. So, hier ist dunkel. Mach mal bitte eine Fackel an. Man muss hier sogar, wenn man sich einfach nur teleportiert, muss man Licht anmachen. Also jetzt hier einfach sagen, okay, ich müsste jetzt hier unten zum Händler gehen. Nee, dann ohne Licht geht es nicht. So, hier war die Prüfung der Diebe und hier waren die Trainer. Gehen wir jetzt erstmal zu den Trainern. Und schauen mal, wer wo war. So, Auffinden von Fallen. Nein. Dann... Hey, wo waren die anderen? Ah, da. Okay. Das Leiden habe ich nicht gesehen. Also da so, hier so. Ah, ja, da ist eine Tür. Wer warst denn du? Entschärfen von Fallen. Auch der Falsche. Dann genau gegenüber. Also einmal umdrehen. Und hinter der Säule. So, Schlösser. Knacken von Schlössern. So, da sind wir jetzt mal dabei. Also wir können 42. 42. Noch mal kurz auf ihre Werte gucken. So, Schlösser öffnen. Dann wäre sie bei 75. Ist die Wahrscheinlichkeit schon verdammt hoch, dass sie es schafft. War jetzt eine Attacke, Parade bei ihr zu gehen? Nee, wir machen es erstmal Schlösser öffnen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Und dann sehen wir weiter. Wow, 42 Punkte ist heftig. 2100 Gold können wir uns leisten. Wir haben auch noch sonst Gold in unseren Kisten. Da müssen wir uns keinen Kopf machen. Alles gut. So, Selena, du kannst jetzt mal richtig Schlösser öffnen. 75 ist ja schon mal eine gute Quote. Okay, dann würde ich mal gerne die Prüfung der Diebe angucken gehen, was es dort gibt. Also, einmal umdrehen, nochmal kurz Karte peilen. Ja, fast. So, dann hier so, da so. Hä? Nee, das war nicht die Tür, wo ich hin wollte. Scheibenkleister. Hä? Ah, nee, wir müssen da unten raus. Ups. Umsi. Wer zur Prüfung der Diebe will, muss zuerst die Orientierungsprüfung machen. Da haben wir gerade ein bisschen gefehlt. Also durch die Tür, dann die nächste Tür und dann nach Norden. Zuerst kuscheln wir mal ein bisschen an der Wand vorbei. So, und dann jetzt hier geradeaus und da müsste das dann gewesen sein. Da die Tür. Die. Ah, halt!
Nicht da abbiegen. Da so. Hier so. Und da so. So, die war abgesperrt. Celina, meine Gute, versuch mal, das Schloss zu knacken. Ja, sie hat die Tür geöffnet. Sehr schön. Haben wir jetzt gewonnen? War das jetzt die Prüfung der Diebe? Wir haben Schloss geöffnet, ohne Dietriche. Na gut, keine Ahnung. Da ist noch eine Tür. Die auch abgesperrt ist. Wir wollen jetzt mal unser Glück nicht kurz herausfordern, sondern schauen uns da erstmal noch in die andere Richtung um, was dort noch gibt. Ah, da ist auch eine Tür. Ja, die ist auch abgesperrt. Celina. Schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Dann mach nochmal. Schafft es nicht, aber zumindest hat es scheinbar keine Falle. Oder braucht man dafür einen Schlüssel? Weil bei 75% hätte es nach so vielen Versuchen eigentlich klappen müssen. Theoretisch. Hat die Tür geöffnet. Dann tippe ich auf den Schlüssel. Na gut, da ist eine Tür. Ach, eine Spinne. Hallo, kleine süße Spinne. Die sollte schnell Spinnenbrei werden. Oh, ist eine Giftspinne. Die darf man nicht unterschätzen. Wie machen wir das jetzt? Also Gift ist es weg, wenn man sie lähmt. Wir probieren das jetzt mal. Machen jetzt mal Science. Mach du mal eine Lähmung? Nee, das ist ein Zauber. Na, okay. Das hat nichts gebracht. Dann geht ihr da drauf und du machst einen Schlaf auf die Spinne. Dann können wir uns zuerst in Ruhe um die Echse kümmern. Ich glaube, das mit dem Schlaf hat nicht funktioniert. Na gut, die Echse ist auch schon tot. Dann machen wir Attacke auf die Giftspinne. Wir sind ja ein bisschen stärker geworden seit dem letzten Mal, wo wir mit dem Viehzeug zu tun hatten. Wow, wir haben beide 10 Schaden gemacht. Schaka. Also, das einmal ein bisschen Echsennahrung nehmen wir mit. Und geh mal weiter. Was ist da dran jetzt eine Prüfung der Diebe? Da ist wieder eine Tür. Was gibt's da hinten noch? Vielleicht den Schlüssel für die andere Tür dazu finden. Bei 2 Türen haben wir jetzt ohne Probleme geknackt und bei der anderen da ging's gar nicht. Also, wir sind halb am Block gelaufen. Wollte gerade sagen, hier gibt's 100 Türen. Eher nicht. Gut, wir gehen in die Pause. Bis gleich.